Moin und herzlich willkommen auf Rootex MTG. Ja, wie ihr seht, heute mal mit einem etwas außergewöhnlichen Setup. Hinter mir ist ein bisschen was los, deswegen versuche ich das jetzt heute mal so aufzunehmen. Wird auch wieder wie gewohnt. Lassen wir es einfach so stehen. Heute möchte ich mit euch zusammen tatsächlich wieder zwei coole Sachen aufmachen oder vielmehr Produkte. Ich habe wieder zwei Blister gebracht für euch. Also die sogenannten 3-Tree-Pack Draft Booster sind da drin. Und zusätzlich möchte ich noch mit euch Collector Booster aufmachen. Ich habe mal zwei Stück besorgt. So. Ja, zwei schöne Collector Booster, die wollte ich heute auch noch mit euch zusammen aufmachen. Und da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange, gehen auf die Spielmattenansicht und let's go. So, herzlich willkommen auf der Spielmatte. Und da vor uns liegen sie schon. Bei Collector Booster, die packen wir erstmal auf die Seite auf jeden Fall. Und dann würde ich gerne erstmal in die Draft Booster reingehen mit euch. Schauen, was wir da so Schönes ziehen. Und dann, ja, übrigens, der eine ist ein bisschen damaged. Das ist aber durch den Transport passiert. Der ist nicht Resale oder sowas. Der ist leider beim Transport irgendwie beschädigt worden. Somit, ja. Wie gesagt, gehen wir erstmal in die Draft Booster, gucken mal, was wir so ziehen, und dann möchte ich mit euch danach noch die Collector Booster aufmachen. Wünsche uns schon mal viel Spaß. So, dann packen wir den einen auch beiseite und dann gehen wir mal in die Booster. Da haben wir sie schon. Draft Pack Nummer 1. Legen wir ein bisschen an die Seite und dann. Gucken wir mal, ob die Booster so gönnen. Ja. So, dann haben wir schon mal die Umarmung der Natur. Auf. Geistlich. Wanderlichtgeist. Unverwüstliche Bosheit. In der Jäger. Impuls. Wolfshieb. Gütige Vorfahren. Kettensäge. Das Brautkleid. Oh, schön. Ja, noch nicht so oft gezogen. Oder gar nicht. Oder gar nicht so. Strahlende Gnade. Oh, geniale Idee. Aber auch noch nicht gezogen, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Nice. Schön. Haben wir noch ein Island. Mit Celebranten als Foil und Wolf Token. Day and Night. Okay. Ja. Ich. Ja. Happy meines Liebs. Ja, da haben wir doch schon mal das Rare-Karte. Nice. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Booster. So. Dann haben wir den Blutbrunnen. Weiter der Hoffnung. Ende der Feierlichkeiten. Ohrenknapper. Ein Buddler. Der Hedgehard. Täuscherin. Zorn der Ahnen. Blutdiener. Dorfbewohner. Blutiseurin. Einmal zurückholen. Es wäre der Nacht. Und, oh, schön. Dorothee in einem coolen Artwork. Nice, nice, nice. Schön. Das schaut richtig schön spooky aus. Und wir haben natürlich auch noch die Saint Draft Verzauberung hinten drauf. Nicht schlecht. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich drüber. Das ist eine coole Rare auf jeden Fall. Landet auf jeden Fall in einem Commander-Deck. Dann haben wir noch einen Mountain gezogen. Insect-Token und der Day and Night. Nicht schlecht. Dorothee, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Coole Karte.
So, nächstes Booster und dann gehen wir in den nächsten Blister. Ein Blister schon durch. So. Drümmel, Greifreiter, Grabeskälte, Fledermaus, Knurrender Wolf, der Kammwolf, Lächelndes Licht, grausame Zeuge, Gantua, Zombie Kraken, der Blitzwolf, Fesselnder Geist, der Drang, die Eskorte, oh schön, Kamen Werwolf, war glaube ich auch noch nicht oft, nice, schöner Card Draw Effekt auf jeden Fall. Und zack, der Wollo, sehr schön. Rare Länder gehen immer, Full Art, schön. Sturmgespenstische Küste, sehr, sehr geiles Land. Das ist meine absoluten Lieblings. Sehr, sehr nice. So, dann haben wir noch ein Forest. Blood Token. Wieder den Day and Night Token. Ja. Das Land freue ich mich auf jeden Fall richtig. Das ist schön. Sehr, sehr nice. Ich glaube, dann habe ich auch fast alle aus dem Land Cycle mittlerweile zusammen. Das ist eigentlich schon mal ganz cool. So. Würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Blister. Und schauen wir mal. Heute Gedanken. Ja. Noch ein Wolf. Narrengummi. Vampirjägerin. Lang überall. Fledermaus. Wer will sie nicht? Die Evolving Wilds. So, der Weihepriester. Schöne Karte auf. Hypnotiseurin. Zeugnis der Zukunft. Das hat man auch noch nicht oft gesehen. Ich glaube, die Karte habe ich die schon mal gezogen. Ich bin gar nicht mehr sicher. Wenn ihr es mal wisst, droppt es mal in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich auf. Und jawollo, schön. Beide Blister gönnt schon mal richtig fürs Geisterdeck. Nicht schlecht, der Richter. Perfekt. Sehr gut. Ja, flippt in diese schöne Verzauberung. Nice. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Freue ich mich auf jeden Fall mega drüber. Oh, enden tun wir auf einem Swamp. Sehr nice. Regung sieht schon mega gut aus. Seht ihr das? So, dann haben wir einen Vampire-Token mit Lifelink. Vampire-Token habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht so viele gezogen. Aber sehr schön. Über die Mythic Rare freue ich mich auf jeden Fall. Coole Karte. Da findet sich ja auch noch Platz in einem Commander-Deck. So, da Geister im Moment sowieso gehypt im Commander gespielt werden. Jeder gefühlte Zweite irgendwo auf irgendwelchem Streaming-Channel Geister spielt. Ich habe auch ja ein Geisterdeck, also Rana habe ich ja auch umgebaut. Ich muss aber sagen, mittlerweile dieses neue Geister-Precon, ich habe gerade tatsächlich den Namen gar nicht im Kopf, muss ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht konstruiert. Also da sind schon ein paar coole Sachen dabei, auf jeden Fall. Ein paar coole Karten. So, dann haben wir die erbitterte Vergeltung, die Zelebrantin, gewaltige Macht, immer nicht Monstrum, genau, Aasfresser, Reiter der Hoffnung, Bolzen, Hulchen,
So, Laternenträger, die Mörderin. Letzte Ruhestätte. Auch eine schöne Karte. Haben wir das Kind des Rudels mit einem sehr, sehr nicen Artwork. Wirklich cool. Oh, Zombie-Schrecken, Aufblitzen, in Schlachten. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Nice Karte, habe ich glaube ich auch noch nicht gezogen. Wir können heute mal richtig hier. So, dann enden wir auf einem Wald. Oh, und dann haben wir sogar noch eine Foil ankammern. Nicht schlecht. Die Reisende. In Foil in diesem Dracula-Artwork. Nicht schlecht. Sehr, sehr dunkel gehalten, das Artwork, aber mega cool. Also gerade das Gold hier am Rand, ich kann das gar nicht richtig einfangen. Das glitzert sehr, sehr schön. Also es ist sehr, sehr nice. Dann haben wir einen Zombie-Token. Sehr, sehr nice auch. Auch ein sehr, sehr cooles Artwork auf jeden Fall. Und wieder ein Day-Night-Effekt. Wirklich cool. So, letzte Draft Booster. Dann geht's in die Collector Booster. Da freue ich mich am meisten drauf, Leute. Könnt ihr mir glauben. So, dann haben wir den Jäger wieder. Kammwolf. Zusammentrommeln. Hirnsauger-Ghoul. War noch mein Lieblings-Artwork oder eins meiner Lieblings-Artworks. Scharfschützenlehrling. Fleischwunde. Stärkende Präsenz. Präsenz. Gefangene. Flüchtiger Geist. Grauenhafte Amulette. Zeuge. Ich glaube, den habe ich auch noch gar nicht so aufgezogen. Zumindest kommt mir das Artwork jetzt gar nicht so bekannt vor. Was macht der Dude? Flippt. Ein Räuber. Ach so, ja, okay. Gesehen schon. Aber ob ich den selber gezogen habe, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und die Rare ist. Odrig! Der schlechte Odrig. Naja, jetzt Borusfarben statt nur weiß und leider nicht ganz so gut wie der alte. Aber immerhin Rare und ich freue mich drüber. Odrig haben wir auch noch nicht gezogen. Den Sumpf. Und willkommen bei Arena. Nicht mehr. So, so, Audric. Nice. Welcome to the party. Wir haben noch Hochzeit. So. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, wie die zwei gönnen. Puh. Okay. Legen wir einen schon mal beiseite. Und ich habe jetzt schon aus manchen Ecken gehört, die sollen sehr, sehr schwer aufzumachen sein. Übrigens mal so das neue Pack-Design. Dann bin ich mal gespannt. Unsere kommen aus den USA. Die gehen wirklich schwer auf. Holy moly. Dieses neue Packaging ist auf jeden Fall tricky. So. Versuche jetzt auch mal nicht zu viel zu spoilern. So, dann starten wir erstmal Anzahl an Foils. Auch übrigens eine coole Karte. Also mittlerweile immer mehr. So ein bisschen im Underground im Kommen. Gerade mit dem Commander, Butted Commander. Nicht schlecht. So, ich glaube, wir müssen bis zum Land vor. Übrigens auch schön, habe ich auch noch gar nicht so oft gezogen. Nice. Paladin. So. Wow. Holy moly. Schimmert das. So. Und wir starten. Jawollo. Holy. Geil. Yes, ja. Foil Kaya. Geisthunter. Geil. Das ist doch schon mal. Ja, nice. Freue ich mich. Mega. Oh, cool. Den habe ich mir auch gewünscht. Ich mag ja Fledermäuse, habt ihr ja gewusst, ne? Also, von daher.
Nicht schlecht. Wirklich cool. Zweite. Bei Mythics schon. Den Crawler. Auch nicht schlecht. Dann haben wir noch Ankammern. Oh, cool. Lucy. Nice. Transformiert doch auch. Haben wir doch, glaube ich, vorhin auch im regulären Artwork, glaube ich. Mir ziemlich sicher. So. Roderick! Jetzt in deiner blutigsten Version. Hallo! Und noch einmal, Roderick. Nice. Sehr schön. Und noch ein Volltoken. Zwei Vollkarten. Oh, noch eine Voll Rare. Holy moly! Nice! Und es ist sogar die gute Vampirin. Nice! Schön! Holy moly! Gönnt das Ding! Zwei Mythics, drei Rares. Holy, ich bin überzeugt, ey. Geil. Da bin ich ja. Alkalia ist auf jeden Fall schon mal, ne, nice. Mein erster Planeswalker der Edition übrigens schon mal. Die meine Videos noch nicht gesehen haben. Über den Vampir-Dude freue ich mich auf jeden Fall auch. Der ist nicht schlecht. Aber auf jeden Fall ein lustiges Commander-Deck, denke ich mal, von bauen. Und Vampirin ist auf jeden Fall cool. Glaube ich, mittlerweile auch gut im Preis gestiegen, meine ich. Dadurch, dass sie halt diesen Draw-Effekt hat, in Power 2-Kreaturen reinkommen, ist sie, glaube ich, ganz begehrt mittlerweile. Quasi so der Mentor of the Meek, ohne dafür bezahlen zu müssen. Aber dafür geht es halt nur einmal die Runde. Aber nicht schlecht. Wirklich cool. Das nenne ich mal. Das ist mal eine Ausbeute, die gönnt, ey. So. Würde ich sagen, dann stocken wir unsere Rares noch ein bisschen auf und gehen in den letzten Booster. So. Token. So. Ist klar. Und weiter geht's. Der Spawn. Die Rüstung. Diskussion. Weiter. Auch ein sehr, sehr lustiges Ding. Ich weiß zwar nicht, was ich damit so anstellen soll, aber schlecht ist es nicht. So. Die Geisterkatze. Sehr geiles Artwork. I love it. Love the kitty cat. Genau, und dann wird sie zu der Weberin. Und nice. So, dann haben wir einen wunderschönen Swamp. So, jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Wir haben einen dicken Dämon gezogen. Haut mich jetzt leider noch nicht. Dann haben wir die Spinne gezogen, schon wieder. Aus dem Commander-Slot. Puppeteer. Schlecht. Okay. Das gönnt nicht so. Oh. Van Helsings heiliger Schutzwagen, glaube ich, war das. Auf jeden Fall auch eine coole Karte. Nicht schlecht. Ich täuschte mich leider. Wir haben doch noch eine Mythic Rump hier gezogen. Nice, der Gatekeeper. Schöne Karte auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Doch noch eine Mythic. Dann we are ending on Holy Moly, Dracula. Welcome. Nice. Sehr schön. Holy moly. Was eine schöne Karte. Cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Noch einmal einen Dracula gezogen. Ich habe ja mal keine Box geordert, keine Boxtopper, aber zwei schöne dafür im Booster gehabt. Bin zufrieden auf jeden Fall. Also Dracula, die eine Version. Ich glaube, es gibt ja zwei Versionen von Dracula, ne? Es gibt ja
Den da und es gibt noch eine andere Version. Ich weiß gar nicht, welche andere Version das gerade ist. Aber trotzdem, sehr, sehr nice Karte. Wirklich schön gepult. Also, ich bin durchaus zufrieden. Hat sich wirklich gelohnt. Also, ich denke so, die eine oder andere Karte hat auf jeden Fall die Booster bezahlt. So ist es. So, und dann gibt es noch ein paar Sleeves. Dann. Sollen wir noch eine Ausbeute machen? Sollen wir eine Ausbeute machen? Ich glaube, ich mache heute mal wieder eine Ausbeute, oder? Schauen wir noch mal, was wir alles so bekommen haben. So. Dann blende ich mal kurz aus und gleich wieder ein und wir sehen dann die Ausbeute des Tages. So, dann habe ich sie heute nochmal, die Ausbeute von heute. Also können sie ja nochmal nach und nach durchgehen, aber ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Die Booster haben gut gegönnt und ich denke, wir können völlig zufrieden sein für, ich sag mal, den kleinen Einsatz doch so viel Value rausgekriegt, dass es sich schon gelohnt hat, ist schon auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der Crawler, der Vampir mit den Fledermäusen, nicht schlecht. Doomweaver, der Dämon, den hatten wir ja auch noch nicht gezogen. Hier sogar ein Foil, schön. Der Gatekeeper, nice Karte auf jeden Fall. Top Tier. Dracula, freue ich mich auf jeden Fall auch mega drüber. Das Land natürlich absolut. Und natürlich mein absolutes Favorite. Fire, schön für einen Token Deck. Nice. Wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Ausbeute von heute. So, und dann würde ich sagen, gehen wir ins Outro. Ja, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall richtig gelohnt und richtig gegönnt, die ganze Geschichte. Also die Booster, also gerade die Collector Booster, es ist natürlich immer, klar, sie sind echt ein Schlag teurer, aber wenn man jetzt mal überlegt, wenn man die Draw-Rate sieht, die wir gezogen haben, ne, wir haben quasi genauso viele Rares rausgezogen, wie aus den quasi drei Draft-Boostern, ne? Also das ist schon wirklich, wirklich cool. Also wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, okay, ja, natürlich. Aber die Karten sind halt natürlich immer noch mal was Besonderes, weil man halt natürlich richtig lucky gehen kann. Wir hätten jetzt auch genauso gut den Foil Vampir-Art Sorin ziehen können für 230 Flocken oder so. Hätte man alles machen können, hätten wir im Draft Booster wahrscheinlich weniger die Chance gehabt oder die Wahrscheinlichkeit wäre geringer gewesen. Somit, ich fand das Opening heute sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich mag sowieso diese Blister Packs, mag ich irgendwie. Also, auch wenn ich immer mal eigentlich sagen muss, ich gehe doch recht lucky mit den Dingern. Und meistens kosten die Dinger um einen Zehner rum. Mein Gott. Kann man sich mal gönnen für zwischendurch und für so ein kleines Opening finde ich es ganz nett. Auch wie gesagt, immer mal so das Giveaway mit oder irgendwann machen wir auch mal ein schönes Giveaway oder so, versprochen. Wie gesagt, das muss ich natürlich noch ein bisschen was tun auf dem Kanal. Deswegen auch hier nochmal die Information. Ne? Jeder Like tut nicht weh, kostet euch nichts und hilft mir auf jeden Fall weiter. Und auch jedes Abo und auch jeder Kommentar unter den Videos hilft für den Algorithmus. Und somit würde ich mich für heute verabschieden. Schaut euch hier nochmal um, hier flattern noch ein paar Videos rum und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß bei The Gathering. Ich bin raus.